and Gentlemen, willkommen zum nächsten Weltmeisterschaftskampf des heutigen Abends. Die WKU-Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht, Kickboxen, Vollkontakt. Und ich rufe in den Ring den Kämpfer from Manchester, England, Sean Law. Und nun der Weltmeister in der blauen Ecke. Ich rufe in den Ring aus München, Pietro Vecchio. Supervisor dieses Kampfes, Klaus Nonnemacher aus Deutschland. Die Punktrichter aus Polen, Chris Legien. Aus Frankreich, Henri Chalet und Ertekin Aslan aus der Türkei. Der Mann im Ring aus Serbien, Goran Filipovic. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, it's time to fight! Der Kämpfer in der roten Ecke ist 27 Jahre alt, 78,3 Kilogramm schwer, 1,80 Meter groß. Seine Kampfbilanz: 25 Kämpfe, 22 Siege, ein Unentschieden bei 5 Knockouts. Sein Erfolg ist amtierender WKO-Weltmeister. Tritt an für das Gym Dragon Food in seiner Ecke. Seine Trainer John Green und Keenan Dixon. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, welcome from Manchester, England, Sean Law. Sein Gegner in der blauen Ecke ist 34 Jahre alt, 78 Kilogramm schwer, 1 Meter und 75 groß. Seine Kampfbilanz: 39 Kämpfe, 36 Siege, 13 davon durch K.O. Er ist amtierender WKU-Weltmeister und will es auch mit diesem vakanten Titel wissen. In seiner Ecke: Ex-Weltmeister Pavlista Steko, Nebo Kostadinovic und Cutman Thilo Kuttler. Meine Damen und Herren, aus München, Pietro Vecchio! Der Kampf ist angesetzt auf 5x3 Minuten. Die Kämpfer zur Mitte, the fighters to the center. You know the rules, clean fair fight please, okay? Stop the stop, break the back and fight. Right? Shake hands, good luck. Eines kann man Pietro Vecchio mit Sicherheit nicht vorwerfen, dass er irgendeinem Gegner aus dem Weg geht. Zuletzt zermürbte er K1-Weltmeister Jajib Italy in einem Wahnsinnsgefecht, bei dem es hin und her ging. Und als in Runde 5 die Bedenken doch groß wurden, kann er das überhaupt noch schaffen, da drehte er nochmal so richtig auf, holte alles aus sich raus und gewann den Fight. Jetzt hat er abgekocht, eine Gewichtsklasse tiefer. Bis 79 Kilogramm. Nur noch. Mal schauen, wie es da weitergeht. Und den Kampfstil von Pietro Vecchio, den kennen wir. Er marschiert und marschiert. Und er deckt den Gegner, wo es geht, ein mit Schlägen und mit Kicks. Immer perfekt trainiert. Musste lange mal aussetzen. Mit einem Bizepsabriss am Arm. Aber dann kam er wieder zurück. Also angenehm zu kämpfen ist ja nicht der Pietro Vecchio. Einer nach vorne geht und einem da kaum Luft zum Atmen lässt. Ja, Petro versucht immer die Distanz zu verkürzen und den Gegner an den Seilen festzunageln. Und dann kommen halt diese knallharten Haken raus. Ich habe auch noch keinen Gegner gesehen, der kleiner war als er, ehrlich gesagt. Der Nordire Simon Gray. Der war 21 cm länger. War aber ein guter Fight damals. Ja, sehr guter Kampf. Aber Treffer da zum Körper von Vecchio.
Der Engländer sollte versuchen, von der Mitte des Rings den Kampf zu führen. Weil jedes Mal dieser Schlagabtausch. Ja, das haben wir bei anderen auch schon versucht. Das ist nicht so einfach gegen den Vecchio. Der macht halt immer einen immensen Druck. Ja, meine Kombination von Sean Law. Gefährlicher Kick. Boxerisch ist er gar nicht schlecht, der Sean Law. Nee, macht das sehr gut. Auch einige Körpertreffer konnte er schon setzen. Er musste halt versuchen, in diese Angriffsaktion von Pietro Vecchio irgendwie reinzukommen. Und dann hat er seine Treffer auch gesetzt. Mal schön auch die linke, die er da durchgebracht hat. Ja, Vecchio. Und da war gut zu sehen, dass der Boxer noch einiges drauf hat. Ja, schon. Super. Genau, richtig diese Lockerheit. Stabil in der vorne Position, aber in diese Lockerheit. Das ist nur immer nach vorne, wie so ein Panzer. Also Pavlica Steko war da sehr zufrieden mit der ersten Runde. Haben wir einen Versuch an den Frontkick. Aber mit dem kann man den Vecchio schwer aufhalten. Gute Kombination, aber auf die war er eingestellt. Ja, die ging auf die Deckung. Deckung dabei, Vecchio. Dann kommt er halt doch mal durch. Zwei, drei Schläge von Law. Der ist das Handschuh landen, ne? Der das erste Mal jetzt nach vorne geht. Typischer britischer Kämpfer. Schwer gegen die anzukommen. Die kämpfen bis zum letzten Atemzug. Hier wieder gut. Zwei gute Treffer zum Körper gesetzt. Ja, und vor allem die Kombination, die er schlägt, die gefallen mir gut. Deckung dicht bei Law. Da geht's hin. Wird auch wieder so eine Konditionsangelegenheit hier zwischen den beiden. Aber sie leisten sich ein tolles Gefecht. Ja, absolut. Alles dabei. Deck hier auch diesmal wieder viel häufiger mit den Beinen dazu gange. Ja. Doppeldeckung von Law, die ist wirklich schwer zu knacken. Er muss über den Körper kommen. Ja, er hat sich gut auf den Kampf vorbereitet. Da hat er den Vecchio schön abgefangen. Was für ein Gefecht, muss man sagen.
intensiv runter. Zum Schluss nochmal die linke Drinne von Vecchio, aber mal eine gute Runde. Sehr ausgeglichen. 25 Kämpfe, 22 Siege, der Sean Law, 27 Jahre aus Manchester. WKO-Weltmeister. Hier in zwei Runden abfeuern, da werden andere schon platt. Ja, vor allem diese extrem hohe Schlagfrequenz. Jeden Schlag steckt wirklich eine Menge Energie dahinter. Also das kostet schon viel, viel Kraft. Stimmung hier in der Arena. Das ist brandgefährlich. Ja, macht er. Genau. Da dreht es immer richtig auf in der dritten Runde. Also was sieht sich da auf den Körper knallen? Wahnsinnsangelegenheit. Jetzt geht Vecchio wieder nach vorne, dreht den Spieß um. Da haben wir einen guten Aufwärtshaken. Aber dieser Sean Law ist ein Typ, wenn man den beim Wiegen sieht, da denkt man, er kann kein Wässerchen drüben. Aber im Ring, was er bisher gezeigt hat, das war schon klasse. Nochmal eine gute Linke von Vecchio. Ja, kannst du wohl nehmen und feuer zurück. Körpertreffer der KD. Jetzt geht er hinterher. Nochmal auf den Körper, aufwärtshaken, in der Deckung hängen geblieben. Beide mit extrem guten Deckungsverbänden, dieses Aufbau mit den beiden Fäusten. Schön die Linke. Zum dritten Mal jetzt in der Runde. Da lässt der Law doch ab und zu mal die Rechte hängen und das nutzt er aus. Ja. Weltmeister. Nee, Weltmeister ist ja nicht. Der vakanten Titel. Der Weltmeister ist 83,5 Kilogramm. 4,5 Kilo muss er runterholen. Gut, die Linke immer wieder die beste Waffe bislang. Ganz knapp. Aber wirklich ganz, ganz hart geführter Kampf von beiden. Kickboxen vom Feinsten, was hier gezeigt wird, nach zwei Runden. Seiten.
werden nochmal 6 kräfteraubende Runden werden, Minuten werden. Stehen hier direkt vor uns in der Ecke und hauen sich hier diese hammerharten Schläge um die Ohren. Und bewegen sich aber gut, weichen schön aus. Guter Kick. Das ist wirklich erstaunlich, wie variantenreich da beide zu Werke gehen. Mal ein Kick da wieder. Kombination zum Körper, zum Kopf. Alles wird hier versucht. Die Aktion ist hier von Petro Vecchio wieder. Unfassbar, wo die beiden die Kraft herholen. Er lädt auch immer wieder schwer ab, der Sean Law. Ja, er punktet mit vielen Körpertreffern. Ne? Na, drückst du häufig mit der Schulter. Guter Kick zum Körper von Vecchio, aber bei dessen Bauchmuskulatur da ist schwer fast zu machen. Einmal ging er schwer K.O., der Pietro Vecchio gegen Denis Angel. Junger Bursche, 19 Jahre, 3 Sekunden, hat so eingeschlagen. Rückkampf hat ihn auseinandergeschraubt. Aber auch er hat schon erleben müssen, dass er eine Aktion alles beenden kann. Ein klasse Fight. Nicht jetzt gerade gespickt mit den ganz großen Höhepunkten. Aber verbissen geführt. Von der Intensität her eine Augenweide. So, nochmal tief Luft holen, Sauerstoff in die Lunge pumpen und dann nochmal 3 Runden überstehen. Ähnliche Situation wie in seinem letzten Fight gegen Najib Idali, als er alles auf des Messers Schneide stand, jede Runde genauso eng war wie die hier, die ersten 4. Und dann hat er es gedreht in der 5. Runde. Gute Rechte. Tja, immer wenn der Gegner anzeigt, kommen wir noch mal zu, dann weiß man, dass getroffen worden ist. Es war nicht schlecht. Aufwärtshaken, der tat weh. Gute Aktion von Law. Und die rechte nochmal von Vecchio. 5 Runden lang klopfen die hier aufeinander ein.
Idee war gut. Aber das hat er gerochen, der Lon. Soll der Kampf unentschieden ausgehen? Gibt es eine extra Runde? Ja, sollte der Kampf unentschieden ausgehen, weil der Titel vakant ist, gibt es eine extra Runde. Ja, jetzt hat er wieder zwei, dreimal gut getroffen, der Pietro Vecchio. Hat jetzt noch eine Minute Zeit, hier nochmal Akzente zu setzen. Er versuchte alles. Roundhouse Kicks, alles, was er im Repertoire hat, der gute Sean Law. Und also einiges. Aufpassen, 20 Sekunden lang. Und dann bin ich mal gespannt, was die Punktrichter hier sagen werden. Schön, da gibt es den Kopf nochmal. Jawohl, so kann man die Runde an sich reißen. Das ist ein Gefecht. Also das war wirklich hier ein Kampf für alle Kampfsportfreunde. Ein Highlight. Die haben hier Aussicht rausgeholt, was sie drin hatten. Jetzt mal schauen, was die Punktrichter gesehen haben. Also unentschieden wäre mit Sicherheit keine Fehlentscheidung. Und das Tolle, trotz aller Intensität, trotz aller Verbissenheit, wie der Kampf hier geführt wurde, es war nicht eine unfaire Aktion dabei, nicht ein Tiefschlag. Es wurde kaum geklammert, wenn überhaupt nicht geklammert. Es war einfach Kampf pur, was die beiden geliefert haben. Das wird hier gerechnet und dann wird Kai Petzmann gleich das Urteil verkünden. Der WKU-Weltpräsident holt sich den Weltmeistergürtel, also scheint es ja eine Entscheidung zu geben. Das Urteil. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. The Scores. Chris Legien wertete 50-49 für die blaue Ecke. Chris Legien scored 50-49 for Blue Corner. Ertekin Aslan wertete 50-48. Ertekin Aslan scored 50-48 for the red corner. Und Henri Chalet wertete 49-47. Henri Chalet scored 49-47 for the new world champion WKU. Für den neuen Weltmeister aus Manchester. Also, überraschendes Ergebnis. Der Weltmeister bis 79 Kilogramm als Sean Law. Und schauen wir mal, wie die beiden da zwischen den Armen liegen, aufeinander zeigen.
Also ich denke, 2 Punkte Unterschied ist ein bisschen arg viel. Es war wirklich eine knappe Angelegenheit von Runde zu Runde. Der Sean Law, der hat boxerisch einige Akzente gesetzt, aber in der letzten Runde, die hat für mich der Pietro Vecchio gewonnen. Und ich denke mal, ein Unentschieden wäre hier auch gerecht gewesen. Aber man kann auch das so sehen, es war mit Sicherheit kein Fehlurteil. Trotzdem klasse Leistung und ein Riesenkompliment auch an Pietro Vecchio, der immer noch Weltmeister bis 83,5 Kilogramm ist und mit Sicherheit auch in dieser Gewichtsklasse das nächste Mal wieder antreten wird. Kurz hören. Erst einmal, ihr habt gerade noch miteinander gesprochen. Congratulations to your opponent. I think it was a great fight. Großartiger Kampf. Ihr habt jetzt gerade sehr freundschaftlich miteinander geredet. Was war das Thema? Ja, dass ich ihm einfach mal Glückwünsche gemacht habe für den Kampf, weil er einfach einen großartigen Kampf hinterlegt hat. Kommt hier in die Arena des Löwens und gewinnt eindeutig. Ganz ehrlich, ich hätte mich eigentlich im Grund und Boden geschämt, wenn ich gewonnen hätte. Es hat genau gepasst. Es war von mir aus auch ein knapper Kampf, aber war eindeutig für ihn. 2 Punkte, Matthias Preuß hat es gerade schon gesagt, das ist schon eine Menge, vielleicht sogar ein bisschen hoch, kann man diskutieren, aber wir sehen einen fairen Verlierer. Vor allem, ich habe das beobachtet, als die Arme bei ihm hochgingen, du hast direkt mit applaudiert, alles völlig fein. Was war der Grund dafür, dass du nicht so richtig reingekommen bist? Es war knapp, aber die Überhand hast du nie gewinnen können. Ja, es gibt, denke ich mal, es gibt nicht immer nur einen Grund dafür. Manchmal spielt eine Vorbereitung eine große Rolle, manchmal ist es einfach die Tagesform. Das Gewicht, das man erbringen hat müssen. Aber es sind alles Ausreden im Endeffekt. Es zählen immer nur diese 5x3 Minuten im Ring. Und der Rest ist eigentlich wurscht. Wenn man sich deine Karriere anschaut, Angst hast du vor gar nichts. Du hast dich ja im Prinzip jedem schon gestellt, oder? Das heißt auch in Zukunft, jeder, der kommt, du gehst in den Ring? Ja, klar, natürlich. Also es ist halt so, entweder man kämpft oder man lässt es sein. Bisher habe ich mich dazu entschieden zu kämpfen. Und da gehört auch mal eine Niederlage dazu. Ich kenne es ja hier, ich muss sagen, vor 3 Jahren war der große Tag bei mir hier im Zirkus Krone und dementsprechend lief es jetzt wieder nicht so optimal, aber alles gut. Ich bin froh, wie es gelaufen ist. Der Kampf war gut, beiderseits. Hätte besser laufen können für mich, aber so ist es nun mal. Ich finde, das ist großartiger Sportsgeist, den wir hören und ich glaube, das ist auch nochmal einen riesengroßen Applaus wert von den deutschen Fans für Pietro Vecchio, der uns trotz allem viel Freude gemacht hat. Wie gesagt, nochmal Gratulation an den Gegner. Pietro, für den Moment danke ich dir. Gleich geht's weiter. Hier bei uns Kai Petzmann führt sie durch. Runfighting.de